Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und hallo ihr Landratten. Wir sind wieder hier bei der Piratenkrone oder einfach beim Kampf, wer ist der beste Pirat in Total War Warhammer 2? Ja Günther, wie sieht's aus? Wie geht's dir? Tja, mir geht's ganz gut. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Arr und auch Salvete Spectatores. Ne? Ich bin mal gespannt, wer heute der beste Pirat ist. Und ja, das kann ja noch was geben. Der Waffenstillstand endet ja auch bald, ne? Ja, genau. hab so keinen Bock auf das, ne? Aber ja, naja, was soll's. Ja, ja. Ich habe es übrigens auch gesehen, wir haben ja nachgeschaut, was du da so treibst. Du baust ja eigentlich, ist das deine große Geheimwaffe? Du baust jetzt überall mit den Agenten die in die Häfen diese Dinge rein, so wie ich das auch gemacht habe teilweise? Nee, tatsächlich nicht. Okay, dann weiß ich immer noch nicht, was du... Ist ein du, bisschen anders, ja. Dann weiß ich immer noch nicht, da, wie du da quasi hier was machen willst, aber ja. Sei es drum. Ja, also wir haben das ja schon ausgeknobelt letztens im Chat, ne? Also so punktemäßig bist du halt ja wirklich sehr komfortabel vorne. Ne? Ja. Und Shanty-mäßig bist du übrigens ja auch noch vorne. Ja, ich habe einen, den zweiten habe ich gleich. Also es könnte sogar sein, dass der in dieser Folge kommt. Mhm. Deswegen bin ich da eigentlich sehr, sehr guter Dinge. Um den dritten Shanty mir abzulucken, also dass du den dritten Shanty bekommst, müsstest du erstmal an mir vorbeiziehen. Das haben wir auch schon mal so besprochen. Mhm. Dass das. So, ich habe erstmal 1 Million Leute im Kampf getötet. Was auf jeden Fall sicherlich eine coole Sache ist. 1 Million Leute? Das ist eine Menge. Ich habe viele Helden im Kampf getötet, auf jeden Fall. Und du bist doch hier erstmal. Huch, der hat zu wenig Bewegungsreichweite, der Bruder. Was natürlich irgendwie ein bisschen komisch ist. Ah, das ist wahrscheinlich, weil der hier in der... Aha. Wurde der geslowt? Ich weiß es gerade nicht. Der startet mit nur halber Bewegungsreichweite aus irgendeinem Grund. Das ist echt ein bisschen weird. Okay, gut. Dann, Moment. Zum gerade, ja, Armee ist aber nicht so kacke. Dann komm, dann machen wir hier bitte diesen. Und sag mal hier, wie sieht's da aus? Ist das aber soweit erstmal okay? Und komm, dann mach direkt noch weiter hier. Und dann haben wir zumindest das. So. Wer ist denn da? Ich weiß nicht, wer da ist. Ich sehe es nicht. Denn hier? Okay, pass auf. Dann machen wir mal Folgendes. Dann erstmal das. Und keine Ahnung, das machen wir automatisch. Ja, das ist jetzt die eiserne Rache, die du als nimmst, ne? Die Bretonen werden dafür bluten müssen, auf jeden Fall. Oh, und übrigens nochmal, Leute, dieses Mal durfte es sehen, gehen. Ich sehe es ja gerade eben von der Aufnahme her, dass es laufen müsste. Aber ich hatte beim letzten Mal ja leider das... Ich hatte ja Standbild, ne? Ich hatte ja Radioshow, leider. Und konnte es, also die gesamte Aufnahme war davon betroffen. Ich wollte mich dafür nochmal entschuldigen. Ich habe es während der Aufnahme nicht gemerkt und konnte es auch nicht mehr ändern im Nachhinein. Ja, ich hoffe, ihr konntet das bei mir sehen. Naja, es war ja hauptsächlich diese eine epische Schlacht. Sag mal, willst du mich jetzt trollen oder was? Du läufst jetzt mir ernsthaft die ganze Zeit hinterher. Mhm. Auf jeden Fall ein bisschen. Mhm. Das machst du ja nur schon seit gefühlt 5 Runden. Ach ja. Keine Ahnung. Machen wir das hier. Ich will dir nur ein bisschen hinterherlaufen. Ja, bis du mich hast wahrscheinlich. Okay, lass mal gerade gucken. Mhm.
Dauert aber... Hä? Da dauert aber alles so... Sau lang. Okay, gut. Nein, dann ist das jetzt leider erstmal so. Dann müssen wir da jetzt auf jeden Fall durch. Wie viel Zeit habe ich noch? Ein bisschen, ne? Ja, so etwas mehr als anderthalb Minuten. Ja, kleines bisschen Zeit haben wir noch. Kleines bisschen Zeit haben wir noch. Aha. Okay, das jetzt bitte nicht. Jetzt greifst du auch noch meine Einheiten an. Hier willst du mich trollen? So ist es. Noch das. Du weißt schon, dass ich da einfach jetzt gerne mal in diesen Ozean gehen wollen würde. Ja, mach das. Mach okay. Das. Oder versuch's. Versuch's. Ja, das ist natürlich doof, ne? Wie war es hier? Ach, da ist ja erstmal soweit alles okay. Was war hier? Da, das ist aber auch erstmal soweit alles okay, glaube ich, ne? Machst bitte noch das. Und dann machst du bitte noch, keine Ahnung, mach mal noch. Wo ist denn das hier? Das. Dann bauen wir da so ein bisschen was rein. Das ist mir eigentlich zu teuer, aber ist okay. Das ist auch okay. Und dann wollen wir mal gerade schauen. Das da sieht doch ganz gut aus. Ha? So, und dann bekommst du noch ein paar Einheiten. So, das ist deine Zeit, ist erstmal um. Dann ist das erstmal okay. Oh. Du kannst auch echt die. Du kannst mich auch echt nicht in Ruhe lassen, oder? Das kriegst du nicht hin. Mm-mm. So ein kleiner Troll ist der Günner. So ein kleiner Troll. Er schämt sich auch kein bisschen. Ich wette, er sitzt da und grinst breit. Na, ich muss jetzt zumindest gucken, wo du hingehst, ne? Na, dafür reicht dir dein Agent. Und ich will zumindest sicher gehen, dass du hier in den Ozean wanderst. Ich wäre schon längst im Ozean gewesen, wenn du mich nicht immer verfolgt hättest oder nicht schon auf dem Ozean gewesen wärst, um mir den Weg abzuschneiden. Das habe ich dir aber beim letzten Mal schon gesagt. Ja, stimmt. Geh ja nicht in den Ozean und bin bewegungsunfähig, wenn da deine beiden Flotten stehen. Stimmt. Vergiss nicht, wir spielen Piraten. Ich traue der Aussage, wir haben einen Waffenstillstand ungefähr genauso weit, wie du Aranessa, die Dicke da werfen kann, weißt du? Also. Ja. Sehr schön ausgedrückt auf jeden Fall. Nein, aber tatsächlich finde ich, so ein bisschen Gentleman-Duell muss das ja noch bleiben, ne? So. Ich habe eine Rebellion, cool. Oh, wo? Dieses komische... Knell, ah, bei Knell, oh ja. Und ja, aber ja. Das ist jetzt auch fertig. Da gibt es jetzt wieder, dank mir, Parabon. Es gibt wieder ein Parabon. No, es tut mir sehr sorry, dass ich da jetzt durch ein Land laufen muss, aber sonst komme ich nicht dahin, wo ich hin will. Jedoch. Gibt's doch nicht. So. Zufrieden, ich bin auf dem Wasser. So. So, jetzt bin ich auf dem Wasser. Und habe auch vor abzuhauen, wenn du mich lässt. Müssen wir mal gucken. Jetzt mal wieder was zu forschen hier. Der Typ verbreitet plus 2 Unverdorbenheit. Was ist denn das für ein Mistkerl? Ridiculous. Hm?
Stromfels is close. Na, bin hier mal gespannt. Dann zu Hause. Hause ist immer noch am schönsten oder so. Naja, bei mir derzeit nicht so. Da ist Gaggy. Aha. Hier passieren Dinge, die mir Sorgen bereiten. Ich baue das mal. Okidoki, ich glaube, ich kann gar nicht so viel machen. Oh, warte mal, das ist ja Musselion. Hallo Musselion. Man sleep wanes and more sleep waxes. Of course, I was expecting you. Das ist halt echt ätzend. Ich habe einen Handel. So, dann. Bist du dran? Cool. Ich kann's ja nicht verhindern. Immer so lustig, wie diese Piratenschiffe, auch wenn es jetzt untote Piratenschiffe sind, immer so mit so zerfetzten Segeln dargestellt werden. Rein realistisch gesehen, nach einem Loch ist ja so ein Segel nutzlos. Eigentlich, ne? Also damit wird es ja keinen Meter vorankommen. Schaden durch Geschossschaden, das ist ganz cool. Also, ne, mach mal hier dieses Ding. Okay, und dann kannst du das angreifen. Ui. Schade. Hätte damit mehr gerechnet. Das hat dann normalerweise nicht geklappt. Okay. Dann sind wir hier auf jeden Fall mal gerade das machen und das und das und das und das und das irgendwie so auf jeden Fall, glaube ich, ne? Okay, und dann laufen wir gerade hier hin. Okay. Nächste Runde ist Wertungsrunde. By the way. Ist das so? Okay. Ja, genau, das ist 80 dann. Siehst du mal, da sind mir jetzt noch ein paar gute Punkte durch die Lappen gerade gegangen. Okay. Du hier solltest auf jeden Fall noch was machen. Eine Frage ist noch, was wir da genau machen. Ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit, ne? Das ist so witzig, ey. Von diesem Fall mal hier hin. Ach, du schon wieder, ey. Diese Beschreibung da von diesem Shanty ist auch so fragwürdig. Ziel, um sich herum wirkt sich auf Verbündete in Reichweite aus und dann Effektreichweite kartenweit. Oh, warte mal, übrigens gerade, das könnte jetzt noch etwas dauern bei mir. Hä? Ah, nee, doch nicht. Warte mal, nee. Aha. I can't deal with elves. Aha. Ah, ne, doch nicht. Aha, okay. Doch nicht, okay.
Okay, doch nicht. Alter, was ist denn hier los? Hier will keiner mit mir einen Frieden machen. Ja, warum wohl? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin ja eigentlich deutlich stärker als so manch andere Fraktion. Muss daran liegen, wie vertrauenswürdig du bist und wie sehr du dich an Absprachen hältst. Meine Vertrauenswürdigkeit ist eben von sehr hoch auf sehr gering gewechselt. Okay, gut, alles klar. Das erklärt natürlich einiges. Just saying, ne? Also. Okay, ja. Das ist aber immer noch das mit Clan Scryer, ne? Wo du halt das Bündnis mit Clan Scryer nicht gewürdigt hast. Seitdem hast du nämlich dieses miese Standing. Noch keine 10 Runden her. Meine ich. Oder vielleicht jetzt gerade so 10 Runden. Ja. Brian and Barnacles. Komm. Futile resistant ist, oder wie, oder was? Sing the songs of death. Hast du mir jetzt schon wieder den Krieg erklärt? Lustigerweise habe ich die Meldung nicht mal bekommen. Haha. Wer hast denn das gemacht, dass ich nicht mal eine Meldung bekomme, dass du mir den Krieg erklärst? Ja, ne, das wüsstest du gerne. Hast du meinen Dunkelelfen-Kollegen den Krieg erklärt oder wie oder was? Ja, ich habe einer anderen Fraktion angeboten, in den Krieg rein zu joinen. Ach, und dann hast du das Angebot andersrum gemacht. Aha. Okay. Mal, wie viel Movement hast du denn? Das ein bisschen. Das ist ja total krank. Ich muss auf jeden Fall hier bleiben und gucken. So. Okay. Du warst doch da oben, ey. Ja, komm, mach das. Ah, ne, mach das hier noch bitte. Okay. Jo. Na, immerhin geht jetzt mal die Zeit aus, ey. Ja, ich muss da immer, sehr viel überlegen, was ich da genau mache. Ach Mist, da habe ich was übersehen. Ja, ich habe einen Helden vergessen. Mist. Naja, wie gesagt, ändert nichts. Ändert rein gar nichts daran. Selbst wenn du mich jetzt kriegst, du gewinnst das nicht mehr. Ja, die Wertungsrunde gewinne ich nicht, das ist richtig. Ich glaube, auch langzeitlich gewinnst du das nicht, selbst wenn du mich jetzt hier ausschaltest. Warten wir mal ab. Du weißt schon, wie viele Runden du gar gegen mich gewinnen musst, ne? Warten wir mal ab. Dann warten wir halt mal ab. So ist es. Ist ja nicht so, dass ich nicht auch noch einen Ass im Ärmel habe. Du hast bestimmt noch eins, davon gehe ich aus. Aber ja, da müssen wir mal. Da muss ich halt auch mitleben dann. Das wollte ich nicht ziehen, aber wenn du mich dazu zwingst, dann ist es halt. Ich bin gespannt. Was heißt, wenn ich dich dazu zwinge? Ja, du zwingst mich ja gerade eben dazu. Jetzt bin ich gespannt. Alter, 4, nein! Okay, es geht aber so grob in die Richtung. Ach, was wollen jetzt die Waldelfen von mir? Die wollen es mit mir nicht Angriffspakt. Guck mal, was der gemeinsame Hass auf dich hier für Verbindungen ermöglicht. Das ist richtig. Ja, und jetzt mache ich mal das da und du darfst es nicht spielen. Weil ist ja mein Ding ins Gefecht. Ja, ja, genau. Ja, ja, eben. Ich muss zusehen. Ist genau. Okay. Und das ist dann der zweite Shanty. Ja. Na gut. Also es ist auch kein läppisches Gefecht, ne? Ja, ja, klar. Also hoffen wir mal drauf, dass du wenigstens eine Einheit verlierst.
Müssen wir mal gucken, was der hier so, der Firon-Wellenmacher, was der so hinbekommt. Ja, mit dieser total. Bin ja froh, dass er nicht noch Dunkelelfen in seiner Armee hat, ey. Das ist ja jetzt schon. Dann die Waldelfeneinheiten, die er da drin hat, sind ja schon einfach nur perverso. Das ist halt echt krass, ne? Also da muss man wirklich sagen, diese ganzen Schlachten, das sind halt Kampagnen, die sind auf KI ausgelegt, ne? Das ist darauf ausgelegt, dass man da gegen die KI spielt. Ja. Ne? Weil so, überleg mal, du würdest es hier im Against jetzt gegen einen menschlichen Spieler auskämpfen, wenn er nicht ein totaler Dünnbrettbohrer ist, ne? Absolut wahr. So, dann kommt mal ran. Bin gespannt, was er da gegen dich jetzt versucht. Das sieht auf jeden Fall mal sehr konfus aus, wie er hier rumläuft. Ich glaube, die Bogenschützen sind gleich Geschichte. Und die Ritter auch. Oh mein Gott. Auch wenn ich hier gerade eben sehr chaotisch spielen muss. Ganz anders, als ich eigentlich will. Macht das auch irgendwie sehr komisch, so ein Fernkampfduell, Kriegsfalkenreiter gegen Pistolenschützen, weiß ich gar nicht, ob das so eine, das würde ich mal clevererweise nicht machen, ne? Man kann nicht unbedingt behaupten, dass es die beste Idee ist, die er, glaube ich, hatte. Ja. Alter. Fast genauso gut wie die Idee, seine Elite-Kavallerie in deine komische Leiche da rein zu himmeln, ne? Macht den Helden platt. Komm. Der Martin Stiefelschnapper muss sterben. Der ist mir so egal, du. Geht aber alles unter. Geht alles unter. Komm, schießt ihn da noch ab. Hoch. Wie gesagt, der Stiefelschnapper ist mir eigentlich ziemlich egal. Der hat eine Aufgabe und die hat er erfüllt. Achtung, das ist der Flammenwerfer. Und? Und? Ich schieß nicht. Die Moral meiner Einheiten so scheiße. Oh, du hast gerade deine Gespenster, deine Sirenen geburnt, glaube ich. Geburnt? Nö. Ja, du hast gerade auf die drauf geburnt. Ja, aber das tut denen nichts, das ist Nahkampf. Ah ja. Ist eh gleich rum. Wie Sie sehen, ist es vorbei. Das reicht auch schon. Für den Erfolg. Okay, ich glaube, ich hätte mich besser geschlagen.
Das kann gut sein. Der hat nichts geappelt gekriegt. Der hat gar nichts geappelt gekriegt. Das glaube ich sofort. Ich meine, er hat überhaupt nicht darauf reagiert, dass ich halt auch von hinten gekommen bin. Ja, gar nichts. Ich habe auch nicht mal wirklich auf voller Leistung gespielt, weil ich habe meine. Ja, ja. Ich habe teilweise Einheiten stehen lassen, wie du ja gesehen hast. Spoils for all. Also von daher. Junge. Ich glaube, der war damit akut überfordert, dass du in seinem Rücken rauskamst. Ja, das ist richtig. Also ich habe den zweiten Shanty. Habe ich mir schon notiert. Was haben wir denn da noch Schönes? Den da jetzt rein, genau. So, ja, alles im Kampf getötet. Ist okay, Mission erfolgreich. Darf ich jetzt endlich mich bewegen, Spiel? Wäre mir ein Pläsier, wenn ich das dürfte. Dann. Vollste tatsächlich so abzuhauen. Jo. Aha, da hast du nochmal. Nee, das bist ja gar nicht du. Das sind die Vampire von Moussillon. Ja, die Farbe sieht bloß so relativ ähnlich aus. Oh, irgendjemand followed, dankeschön dafür. Hast du das eigentlich auch auf deinem Kanal gerade eben, dass die Leute, dass du die, gerade eben nur noch in 10er Schritten deine Abos angezeigt bekommst? Oh, das ist eine gute Frage, du, das habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Das habe ich nämlich seit gestern irgendwie, deswegen weiß ich überhaupt nicht, ob wirklich mal followed. Ah, okay. So, da kommst du jetzt immerhin nicht mehr ran. Pirates Life. Na, 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 na. Genau. Papa, Pirates Life. Okay, dann bin ich da jetzt schon mal ein bisschen entkömmet. Und wenn du fertig bist, dann speichern wir und machen einen neuen Part. Machen wir. Ja, stimmt, wir sind bei 27 Minuten. Oh, jetzt kommt der blöde Schmatz da, Schmundi da auch noch. Ah ne, sag mal, willst du mich trollen? Ja, er will mich trollen, das ist mir schon klar. Der mit dem schmatzenden Bundi, meinst du den? Ja, der olle Schlawutzki da. Mazda Schlawutzki kommt da an. Alle Mazda-Fahrer. Nichts gegen Mazda-Fahrer. Aber der kommt da jetzt an und macht jetzt hier einen auf dicke Hose. Alte Hoserich. Okay, dann würde ich einfach sagen, an der Stelle können wir eigentlich einen super Cut machen, Leute. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ich sag bis dahin, macht's gut und arrrr. Tschüss.